das stimmt, dass ich mit der Ausrüstung ins Dorf gelaufen bin. Ich hatte dort eine Wettkammer, die ich erfüllen musste. Und es gibt aber einen, der noch länger die Ausrüstung angehört hat. Und da war der bei der Grappa. Markus, wie sieht dich in einer relativ ruhigen Minuten oder Szenen im Film am Schluss in weniger Umarmung? Ich denke, das war Marcel Kull. Heute Goalie-Trainer beim HCD. Der Marcel hat mir letzte Woche, als ich mit der Davos zu tun hatte, mit dem Marcel, hat mir gesagt, weißt, ich bin nicht für so emotionale Sachen. Aber er wird in den Film sicher auch noch schauen. Der Marcel Kull war sehr ein wichtiger. Ich nehme an, nicht nur für den Verein, sondern gerade speziell auch für dich. Ja, er ist natürlich, kann man sagen, mein Entdecker gsi, oder mit ihm habe ich die ganzen Geschichten durchziehen. Ich war quasi sein Versuchskaninchen. Und Frau Hiller, Bera und so weiter. Genau. Damian, du bist immer ein realistischer Captain gsi, in guten wie schwierigeren Zeiten. Dass nach dem Aufstieg die folgende Saison schwierig wird, da hat man ja gewusst. Schon am Aufstiegsabend. Hast du am selben Abend irgendwo eine warnende Stimme gehört? Oder wie hast du da in Erinnerung? Ganz ehrlich, auch im Delirium. Also, wegen der Nation, die kommende Saison, da haben wir jetzt einfach wirklich mal gefeiert und uns überhaupt keine Gedanken gemacht, wie das auf die Beine gestellt wird, wie das finanziert wird. Das war gar kein Thema gewesen. Sondern wir haben uns einfach haben das fest genossen, weil es ist sehr viel Arbeit dahinter gewesen, oder? Nach dem Spiel. Oder? Die Ball sind ziemlich durch gewesen, wir haben es teilweise gesehen. Und wir haben kaum mehr mögen auf den Beinen stehen und wir haben uns dann erst aufgerappelt für das Fest natürlich. Aber das war kein Thema gewesen. Was war grösser gewesen, der Stolz oder die Müdigkeit? Oder würdest du sagen 50-50? Ja, natürlich. Freude, Stolz, dass wir so etwas miteinander geschafft haben, das hat eindeutig überwogen. Müdigkeit ist dann relativ schnell verflogen gewesen. Und nachfragen müssen wir noch wegen der Prüfungen zu entgehen. Am Montag bist du wieder nüchtern gewesen. Am Montag habe ich keine Prüfungen mehr gehabt. Gut, sehr gut. Andi. Beim Handshake sieht man, dass ein Spieler von GC, ich vermute, ist Andi Rufen noch gewesen, aber bin nicht ganz sicher, dass er den die folgende Saison bei euch gespielt. Was hat der Andi Rufen noch zu dir gesagt? Keine Ahnung. Aber wie hast du GC-Spieler in Erinnerung als Ferienverlierer, die euch gratuliert haben, trotz der riesigen Enttäuschung? Ja, sicher. Aber eben, sie haben gemerkt, dass es vermutlich nicht zu viel Hole gibt, CBS auch. Und darum, das ist gar kein Thema. Sie haben ja alle gekriegt vor dem Match. Und nachher haben sie die Kritik bekommen. Du bist der einzige Spieler, der zu Zeiten als Mitglied des SCRS auch jemals in einem Sonntagabend Fernsehstudio war. Nämlich zusammen mit dem Marc. Weißt du es noch, Marc? Ja. Ja. Und zwar war das Spiel, das Startspiel in der Nationalsaison gegen Kloten, wo wir gewonnen haben. Und am Tag darauf sind wir im Fernsehstudio eingeladen, gewesen, quasi als Appenzeller Delegation. Da magst du dich noch daran erinnern, ich an. Ja, da mag ich mich noch gut erinnern. Und eigentlich sollte jetzt eben mal die Videokassette, da ist Monika Fasnacht, die war noch im Studio gewesen. Und ich weiss noch, der Jan Bielet, der ist der Praktikant, der uns eingewiesen hat, dass wir jetzt den Marc und ich dort hin und die neue Maske. Und das ist etwas, was ich jetzt mal noch überspielen möchte, dass ich es auch meinem Sohn dann mal noch zeigen kann. Und ich natürlich in jeder Zwirndin angelegt für Sportstudio, ist klar. Aber es war eine schöne Zeit gewesen. Der John Fust schützt vom zweiten Goal. Der hat ja vor der Playoff bereits beim Belgisch Langnau unterschrieben gehabt. Er ist dann zwar ein Jahr später aufgestiegen mit Langnau in Extremis gegen neu quasi, wegen einem Goal in der Verlängerung in Langnau. Er ist mit Verzögerung ins Nazi-A aufgestiegen. Aber ich vermute, es hat am selben Abend gegen den John Fust schon einen oder anderen Spruch gegeben, oder nicht? Nein, nicht wirklich. Also dort ist vor allem auch unsere Enttäuschung natürlich. Nein, ich meine den Spruch hier, wo ihr aufgestiegen sind und er mal in den ACB bleiben, so meine ich. Ich würde jetzt aber schon wieder eins weiter sein. ja, nein, ich glaube nicht. Weil wir waren wirklich eine Einheit hier. Wir haben den Moment extrem genossen. Und das war eigentlich irgendwie, glaub, gar nicht ein Thema gewesen. Wir wussten, bei der Gnade geht alles aber relativ schnell. Und darum kein Thema. Marc, weißt du jetzt nach 19 Jahren, wie so etwas möglich war?
Wegen den Boys, wegen dem Team. Wir haben ein wunderschönes Teamgeist. Und wir haben keine große Ego. Wir haben kein Team. Wir sind wunderbar. Wir sind so stolz auf die Leute. Die Kollegen der großen Zeitungen in Zürich sind oft neben mir platziert gewesen und haben immer wieder versucht, eine Heeresauer Mannschaftsaufstellung aufzuschreiben. Wie man das so macht als seriöser Journalist. Man schreibt die Verteidigerpaare auf und dann die Trios im Sturm. Sie gaben dann meistens schon erstes Drittel auf, weil praktisch immer mindestens einer der Ausländer auf dem Eis stand, im Notfall auch zwei. Jetzt kannst du ja das letzte Geheimnis lüften. Haben Devin und Claude eigentlich jeweils selber auf der Bank gesagt, wenn sie wieder Kraft genug haben und aufs Eis wollen? Nein, aber ich war immer bereit, sowohl ich habe gemeint, die wäre fit, sie nochmals einzusetzen, aber am Ende, wir hatten viele Leute. Wenn ich habe den Film heute angeschaut, es war nicht nur ein Claude Vilgrain und Devin Egerton Show. Und der Schweizer war stark. Und Bala und diese Leute, du hast sie gesehen, immer wieder weiß. Und das war cool. Wann hast du diese Cracks zum letzten Mal gesehen? Das war 20 Jahre. Bocchi einmal zwischen Dirk, vielleicht alle einmal zwischen Dirk. Martin, logisch, mit Eisschnell. Wir waren oft mit meiner Tochter. Er hat meiner Tochter auch geholfen, das Eisschnell. Und ja, war lange, lange Zeit. Martin, wenn du jetzt müsstest aus dem Playoff-Aufstiegsabend eine Szene rausnehmen, weil es ist für dich der Moment, SC Heeresau, Erlebnis. Welcher Moment, welche Situation von dem Abend ist da am nachhaltigsten in Erinnerung? Und vielleicht auch aufgrund der Bilder, jetzt, die du gesehen hast. Also das kann ich nicht sagen. Das war ein Ziegen, ein Schlussfeier, den wir gewonnen haben, wo wir vom Eis waren. Und ich bin vielleicht auch einer von denen, der die Ausrüstung lange angehabt hat. Wir waren lange unterwegs. Meine Frau hat nie gewusst, wo ich bin. Wir haben auch nicht mehr gewusst, wo ich bin. Vor 20 Jahren Video, das könnt ihr euch vorstellen, so ein Fernsehen und eine ganze Mannschaft vor dem Fernsehen. Wir haben alle müssen, wir haben nichts gesehen. Du hast nichts gesehen auf dem Video. Vor 20 Jahren haben sie das gemacht. Und das ist revolutionär, oder? Also die ganze Videoschule immer. Ja, also, und jetzt haben wir das Video noch da. Also ich finde das fantastisch, oder? Die drei anderen Spieler, der Bachi, der Grappa und der Damian, die haben in der folgenden Saison in den ACA noch eingespielt, du nicht. Hast du da der gesagt, auf dem Höhepunkt höre ich die Heeresau auf? Ja, nicht ganz. Also, ein bisschen Geschichte schnell erzählt. Nachdem habe ich alle aufgehört, ein bisschen blöd gewesen, muss ich sagen. Ich bin ein riesen Loch reingekommen, lang habe ich gebraucht. Bis ich meinen Schritt verdaut hatte, dass ich einfach gesagt habe, ich höre auf. Und das ist nicht geschehen gewesen. Das hätte ich, würde ich nie mehr so machen. Ich hatte eigentlich mit der Saison schon ein bisschen so einen Hänger gehabt. Und nachher habe ich zum Glück meinen Sport gefunden. Nachher bin ich eigentlich Eisschnell laufen. Von dort weg habe ich das Gefühl gehabt, wow, Schlittschuhhändler ist einfach das Größte. Und ich habe angefangen Schlittschuhhändler, bin auch schnell in die Welt gekommen. Und seitdem habe ich 64 Mal einen Schweizer Meistertitel geholt, in 16 Jahren im Weltcup. Also ich bin eigentlich immer noch aktiv. Ich bin immer noch im Weltcup. Ich probiere immer noch mit 48 mich dort herzubringen, den jungen Herren. Das ist immer noch cool. Das ist eigentlich der Sport, der mich so richtig immer noch gepackt hat. Und das hat mir auch geholfen, dort durch das Loch durchzukommen, das Hockey eigentlich gerissen hat. Ich habe schon eine richtige Zeit durchgemacht, das ist nicht so lustig. Beim HC Davos hast du auch noch eine Funktion im Nachwuchs als Lauftrainer oder so. Genau, ich trainiere eigentlich die Kleinsten bis zu der Elite, mache immer Schlittschuhtraining jeden Tag. Der
Bea Pastor ist nicht bei dir. Nein, das ist auch gut. Ich bin nur gerne mit Jungen. Ich bin nur gerne Junge trainieren, Buben. Wenn es 5, 6 sind, 8 in die Augen schauen und wenn Hockey spielen. Du hast wunderbar die Überleitung gemacht zu der Aktualität. Ich würde nämlich auch den übrigen 4 Männer da oben noch etwas zur Gegenwart fragen. Marc, du leitest Seminare, hältst Referate. Du hast mir vor einem Jahr oder vor 2 Jahren für ein Zeitungsinterview gesagt, du hast das Eishockey überhaupt nicht zu kurz. Immer noch nicht. Well, meine Tochter jetzt spielt Eishockey, sie war lange unterwegs in Eisschnelllaufen. Ich habe den Boys gesagt, heute sie war einmal Nummer 2 in der ganzen Welt als Juniorin, aber jetzt sie macht es nicht mehr. Sie spielt ein bisschen Eishockey jetzt in Zettersee mit den Frauen und studiert Yoga. Und ich gehe in Eishockey ab und zu, wenn sie spielt, aber mein Sohn Ryan, jetzt er war Nachwuchs hier und er spielt jetzt in Rapperswil. So ich gehe in Eishockey, wenn ich kein Bier trinken, das Spiel anschauen, ich genieße das Spiel. Aber nur zu einem Match zu gehen, dann ich würde lieber mit meiner Familie sein oder etwas Sport machen. Selber. Ich bin kein großer Eishockey-Fan. Ich würde lieber am Bande oder selber spielen mit meinen Kindern. So. Aber deine Arbeit an der Bande bei einem Eishockey-Club ist definitiv zu Ende. Ja, no, das ist ja auch, wie man irgendwann mal sagt, Schluss, es war eine wunderschöne Seite. Vor allem diese 6 Jahre in Herisau. Meine Tochter ist zur Welt gekommen in Herisau. Beide Kinder sind auf Eis gekommen mit 2 Jahren alt in Herisau. Und auch mein letzter Comment ist, was hat mir sehr, sehr stolz gemacht, nicht nur die erste Mannschaft der Erfolg, aber die ein Jahr mit Merk Recksteiner, wir waren die Novizenmeister mit Leuten wie Jonas Hiller, Beat Foster, das zwei Mochi Brothers, das war ein wunderschönes Herisauer einmal ein Meister in Nachwuchs. Und das war auch eine wunderschöne Geschichte. Es hat gelohnt, diese 8 Stunden pro Tag auf Eis zu sein. Und was ist schwieriger an Seminaren, Kaderleuten von Banken oder so eine überzeugende Botschaft zu vermitteln oder mit dem SC Eresau in die Nationalliga aufzusteigen? Beides ist schwer. Aber das Arbeit mit den Leuten wird nie vergessen. So das bleibt lebenslang. Ich meine das ehrlich, das lebenslang. Der Eresau dafür. Andi, an der Vernissage vor ungefähr 4 Wochen sind 3 Generationen Krab anwesend gewesen. Nach dem Vater René, ehemals Captain und Spieler, den du selber und den kleinen Sohn Julian, er ist auch Mitglied vom SC Eresau, war glaubst du, wer der Stürmer oder Verteidiger? Er soll Freude haben. Und das glaube ich eigentlich auch probiere, den Jungen immer wieder zu vermitteln, Spass haben. Und ich hoffe, auch da die Aktiven von der ersten Mannschaft, die da sind, das Double dürfen erleben, was wir dürfen erleben. Und die Jungen sollen einfach mit Spass Sport treiben. So haben wir es gelernt und da auch dank meinen Eltern zum Beispiel oder meiner Familie, die mich unterstützt hat, haben wir freien Raum gelassen und hier immer dürfen mit Freude gehen. Und so soll es im Sport, so soll es im Arbeiten sein. Spielst du selber auch noch bei den Senioren vom SCH? Nein, die trainieren viel Sport. mein Boss ist auch da und der wartet mich meistens ein bisschen früher auf den UBS. Dass da gar keine Zeit lässt, darum kann ich den Menschen früher geholfen. Du hast kürzlich das Präsidium übernommen vom Club 42, Gönnervereinigung vom SC Eresau. Warum? Weil ich am Verein helfen würde, um Sponsoren zu finden und genau die Sponsoren zu finden, die weiter in den Nachwuchs investieren, dass wir die Jungen fördern und fordern können. Damian, du hast doktoriert und bist in leitender Position bei der Schweizer Kantonalbank tätig. Wir haben noch eine, mehr nicht mehr. Wärst du aus finanziellen Gründen lieber heute Eishockey-Spieler und nicht vor 20 Jahren? Ja, ich glaube, heute verdient es ein bisschen mehr als Hockeyspieler, wie vor 20 Jahren. Aber ich habe, wie es gerade gesagt hat, ich war nie aus Geld ein Hockey spielt, sondern wirklich immer Freude gehabt, immer Plausch gehabt. Und das war eigentlich meine Motivation gewesen. Und ich habe mich immer als Werkstudent verstanden. Das heisst, ich habe studiert in St. Gallen und nebenbei habe ich ein paar Franken verdient beim SC Eresau. Wo der SC Eresau noch in der ersten Liga war, haben sich unsere Wege ab und zu mal gekreuzt, weil du bei Seven noch in gewissen Funktionen tätig war, bist als Sportchef, als Assistenztrainer. Ist das immer noch so oder hast du abgeschlossen mit Seven als Eishockey-Club? Ja,
Nein, jetzt aktuell bin ich wieder Assistenztrainer bei der ersten Mannschaft der ersten Liga seit Anfang 2015. Markus, wann hast du das letzte Mal eine Goalie-Ausrüstung angehabt? Oh, ich glaube bei dem Sportzentrum Wiedereröffnung. In dem Fall schon einige Zeit her. Beim 70-Jahr-Jubiläum vom SC Risau, wo wir hinter dem Sportzentrum so einen Anlass durchgeführt haben, hat Arno Del Curto in einer Videobotschaft sinngemäß gesagt, wäre schön, wenn man sich wieder einmal in einer Liga begegnen würde. Also zu euch hat er da gesagt, das SC Risau. Jetzt wünsche ich natürlich, oder auch mehr wünsche dem Arno und dem HCD, nicht jetzt gerade den kompletten Absturz in der tieferen Liga, aber irgendwie gleich Frage, wie sieht die Zukunft vom SC Risau aus? Man weiss, es gibt jetzt dann auch eine neue erste Liga, die so ein bisschen überregional ist. Wie sieht das aus? Ja, also die Zukunft sieht sehr gut aus, was den Nachwuchs anbelangt. Wir haben wieder einen Nachwuchs, der war völlig am Boden gewesen. Wir haben heute wieder über 150 Kinder in unseren verschiedenen Mannschaften, zwei erwachsene Mannschaften und eine Seniorenmannschaft. Also das lebt. Und das braucht es auch, damit du überhaupt auch kannst weitere Pläne schmieden. Es ist klar, die zweite Liga ist, ich glaube, nicht die Liga für den Verein. Und dann haben wir noch mehr mit dieser Ausstrahlung. Aber es muss auch immer mit den Finanzen gut durchdacht sein. Wir haben sehr einen strengen Finanzchef, das ist ja so. Aber es ist sicher ein Thema, dass wir irgendwo bei uns wirklich Classic sehen. Für mich wird es im Moment mehr reichen. Kommt natürlich auch irgendwo auf die Spieler drauf an. Wenn sie das wollen, dann können wir das machen. Und wenn halt sobald wieder die Geldmaschinerie laufen lassen müsste, dann wird es für uns wieder schwierig. Wir sind langsam aber sicher am Schluss von dem Jubiläums. Abend oder Gedächtnisabend Aufstieg. Viele Leute haben Erfolg, haben Anteil am Erfolg vom SC Risau hier. Die einen haben im Umfeld enorm viel geschafft, die andere auf dem Eis. Ich möchte gerne auch sozusagen als Erinnerung ein paar andere nehmen aus dem Kader ablesen. Und wenn nebst dem Coach und den vier Spielern noch weitere Akteure von damals da sind, dann bitte ich doch einfach führen zu kommen. Assistent von Marc war der Marc Kennedy. Wir hatten mehrmals gesehen, jubeln. Hast du noch Kontakt mit Marc? Ja, immer wieder. Jedes Jahr wir treffen, trinken wir ein paar Bier und denken immer noch auf den Marc. Der Backup-Goalie damals hinter Markus Bachschmidt ist der Sascha Schiess. Ich glaube, er ist da. Ist er nicht da? Hey Sascha. Komm doch, für Sascha. Sascha Schiess. In der Verteidigung war man eben relativ dünn besetzt. Einer war der Karl Knopf, der nachher ist auch, wenn ich mich nicht täusche, bei Olten gespielt hat. Dann der Mann, der in den 80er und 90er Jahren am meisten tschechische, russische und englische Schimpfwörter kennengelernt hat, weil er praktisch immer die Ausländer bekämpft hat. Ich rede natürlich von Urs Balzarek, einfach Bala. Er ist vor 5 Jahren, am 70-Jahr-Jubiläum, mein Gesprächspartner im Sportzentrum. Alas ist er nicht da in dem Fall. Dann der Tom Jäcki, ein Doppelbürger, Schweiz-Kanadier. Denn der Mann, den ich schon erwähnt habe, der in den Playoffs leider verletzt ausgefallen ist, er war an der Vernissage unter anderem zu sehen, wenn er in Zivil an der Bande steht, im Heimspiel gegen Thurgau. Ich rede vom Andi Mag. Und in der Verteidigung auch ein regelmäßiger, wichtiger Mann war der Marco Knecht. Dann vorne nebst den Leuten, die wir schon erwähnt haben, also Martin Henke, der heutige Geschäftsführer vom HC Lausanne, der Sascha Weibel, wo nicht unbedingt viel in den Medien auftaucht. Es reden mehr andere Leute in Lausanne mit den Medien, also die englische Sprache. Aber er macht einen guten Job in Lausanne. Dann der John Faust, wo wir schon gesagt haben, wo mit Verzögerung in die Nationalliga aufgestiegen ist. Er, der unterdessen wieder Trainer in Fisch ist. Der Patrick Rüttemann ist einer der Flügel gewesen. Der François Marquis, der Kanadaschweizer. Dann der Ludwig Marek, der war beim Jubeln auch einer von den ganz Grossen.
der Beni Müller, der, wenn ich mich recht erinnere, erst im Verlauf der Saison zum SCH gekommen ist, dann der Südimport, quasi der Paolo Imperatore. Und dann natürlich nicht zuletzt erwähnen die beiden Ausländer, der Claude Wilgren. Wenn man ihn googelt, dann kommt man darauf, dass er seit längerem tätig ist in der Branche Spielgeräte, Skaterpark, Spielanlagen und so weiter. Und der Devin Edgerton, er ist Trainer und Coach in einer Eishockey-Schule, wo ich nicht weiss, ob er sie leitet, aber sie sind etwa das vierte. Und er ist einer von den Leitern. In einem weiteren Kader sind damals noch der Rico Enzler und der Enzo Pinelli, mindestens in den Playoffs haben die keinen Einsatz mehr gehabt. So, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu danken fürs Kommen. Auch diesen fünf Gästen, wie viel sind sie jetzt? Ja, mit dem Sascha Schier. Hallo, jawohl, mit dem Sascha Schier sind es sogar noch ein bisschen mehr. Danke vielmals, dass ihr extra für den Anlass aus weit oder nahe hierher gekommen seid. Wir hoffen, auch euch hat der Abend Spass gemacht. Und nicht zuletzt danke ich natürlich auch Ihnen und euch im Publikum. Und ich hoffe, dass Sie den Abend dann geniessen können. Wie der Max schon gesagt hat, gibt es die Möglichkeit, den Film zu kaufen, die 21 Minuten. Und ich habe ihn jetzt in den letzten 3,5 Wochen etwa 7 Mal gesehen, den Film, und es schudert mich jedes Mal. Wäre schön, wenn Sie im Restaurant unten noch die Erinnerungen vertiefen könnten. Ich hoffe, der ein oder andere Spieler oder Trainer ist auch noch ein paar Minuten rum, um noch ein bisschen zu sprechen und ein bisschen schön haben miteinander. Dann möchte ich jetzt gerne an Max noch das Mikrofon geben. Danke vielmals. Lukas Biffner ist heute ein guter Beweis gewesen, dass ein junger Lehrer etwas Schönes sein kann. Und dass es nicht langweilig muss sein, sondern kurzweilig. Und ich möchte dafür allen herzlich danken. Jetzt habe ich zwei Geschenke hier. Ich habe mir gedacht, gebt denen, die von auswärts kommen, noch wieder eine Erzählung auf den Heimweg. Und jetzt sind aber drei, oder? Weil der Martin Henke habe ich nicht gewusst, dass er kommt. Also heute erfahren. Also ihm müssen wir es dann um halb schicken. Ich hoffe, verhungere ich nicht auf dem Weg. Aber ich möchte speziell Marc und dem Damian herzlich danken, dass sie den weiten Weg dahin unter die Räder genommen haben. Der Damian hat mir vorher noch gesagt, er hat wieder alle Häuser gesehen, die man früher schon gesehen hat, auf dem Weg von der Innerschweiz da raus. Und der Weg ist bekannt vor. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Gehen Sie raus. Nutzen Sie noch die Gelegenheit, um etwas zu posten. Und wie es der Lukas gesagt hat, gehen Sie noch eins ziehen mit diesen Spielern. Ich möchte noch herzlich danken, nicht dem Lukas natürlich, für die Vorbereitung, für all das, was er hier gemacht hat. Auch für die Ausstellung und dem Erich Brassel. Der Erich Brassel hat die 130 DVDs, die wir da haben, selber kopiert und die Hülle gemacht und alles. Und da zu einem Preis pro CD, der ja, fast lächerlich ist. Darum können wir sie auch für 20 Franken verkaufen. Also herzlichen Dank noch an Erich und Ihnen einen schönen Abend. Der bleibt.